Sigmar Gabriel fragt Cosmos versus Polkadot. Der Talk am Sonntag auf jeden Fall, hier auch meine Empfehlung. Interoperability, für welche Plattform würdet ihr euch entscheiden? Ich bin schon grundsätzlich der Meinung, dass es noch zu früh ist, um sich jetzt schon eigentlich final für irgendeine Plattform zu entscheiden. Bei Cosmos stehen Updates an. Polkadot wartet jeder sehnsüchtig auf die Auctions, die jetzt schon seit 1000 Jahren noch in der Pipeline sind. Kusama zeigt zumindest, dass da eine große Nachfrage ist nach dem Polkadot-Netzwerk. Ist ja quasi Polkadot nur eben der wilde Cousin, wie es ja so schön genannt wird, das Testnet auf dem Live-Net, auf dem Mainnet. Ich persönlich, also mein persönliches Szenario übrigens für Kusama Polkadot ist auch tatsächlich, Kusama wird weiter existieren, seine Relevanz haben, weil eben dort auch günstiger ist, Parachains zu besetzen, sage ich jetzt mal, mit den Auctions, und Polkadot dann eher, glaube ich, für die ganz großen Player sein wird. Von daher schwierig auch zu vergleichen. Auch das tokenökonomische Ökosystem, also die Tokenökonomie der beiden Coins, ist sehr unterschiedlich. Also ich finde es bei Polkadot zum Beispiel spannender von der Tokenökonomie her, von der Entwicklung sehe ich aber Cosmos eigentlich auch sehr, sehr interessant. Von daher, ich würde mich jetzt nicht festlegen, aber vielleicht hast du ja noch eine Meinung dazu. Ich bin Polkadot-Fan, ich gebe das zu. Ja. Aber ich denke einfach, es muss kein Entweder-Oder sein. Ja. Ich denke, damit wir auf einem, oder wir sollten, sagen wir es erst so, das ist meine persönliche Meinung im Übrigen, wir sollten auf einem Weg zu einem Multi-Chain-Verse sein irgendwo. Ja. Es sollte nicht, weiß ich nicht, ich sollte nicht dort auf Polkadot haben, und wenn ich die zum Beispiel jetzt auf Ethereum irgendwas mitmachen will, dann muss ich einen ultra komplizierten Weg gehen irgendwie. Das ist nicht massentauglich. Punkt. In meinen Augen. Es sollte hin zum Multi-Chain gehen, zu mehr Interoperabilität, und ich denke nicht, damit ein Netzwerk alle rulen wird am Ende des Tages sozusagen, sondern ich denke, wir werden einen Zusammenschluss aus vielen Netzwerken sehen mit Ökosystemen, die dann flüssig ineinander übergehen, wo einfach barrierefreies Handeln möglich ist. Ob da Cosmos dabei sein wird, Polkadot, niemand weiß das heute, aber beide haben gute Voraussetzungen, wie du es gesagt hast. Cosmos entwickelt sich sehr, sehr gut, das wissen wir. Auch Polkadot, wenn es denn dann endlich mal losgeht natürlich, dann kriegen wir auch Dart-Daten. Cardano, ich warte auch schon sehnsüchtig auf Daten jetzt von da, wie sich das alles entwickelt. Spannende Zeiten, einfach sehr, sehr spannende Zeiten momentan. Ja, also ich finde es auch interessant, weil wenn man jetzt 4 Jahre zurückspult, ist man 2017 unterwegs, gleiche Zeit, gleicher Ort. Da wurde das Geld eingesammelt, genau für diese Projekte, die jetzt halt quasi, ja, tatsächlich auch Mainnets liefern, Anwendungen liefern, und da kommt es jetzt eben in dieser Phase des Markts eigentlich auch darauf an, zu zeigen oder zu beweisen, dass sie auch die Werte ziehen können, die sie eigentlich letztendlich im Preis schon verbriefen und versprechen. Und da sind eben so Highflyer wie Cardano oder Polkadot eben auch schon mit einer ganz großen Vorleistung oder Vorversprechungen reingegangen in den Ring, und dann eben klar sagen muss, ja, das ist natürlich jetzt schon mal ein großes Statement, aber wenn es da dann eben zur Enttäuschung kommt, braucht sich dann auch keiner wundern, wenn es doch noch mal ein bisschen runtergeht. Zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, auch bei Cardano war jetzt erstmal ein bisschen Enttäuschung. Ich meine, wir haben es hier auch 1000-mal gesagt, buy the rumor, sell the news. Es ist ja klar gewesen, dass auch nicht direkt an Tag 1 Sunday Swap oder irgendein anderen Dex live ist und da 1000 Tokens durch die Gegend geschoben werden. Die stehen auch noch vor Herausforderungen. Deswegen Interoperability, um diese Frage mal abzuschließen, ist ein Thema, und man sieht es ja auch jetzt schon, wie die Chains, die verschiedenen Layer Ones, das war ja auch noch eine Frage, Layer One bedeutet eigentlich nur, halt eben auf dieser ersten Ebene Smart Contracts auszuführen. Ethereum ist zum Beispiel ein Layer One oder Solana für Smart Contracts, und ich glaube, und das sehe ich ja jetzt auch schon, wie viele eben auch EVM-compatible sind, das beziehungsweise schon auch ausüben können, die können ja schon miteinander so ein bisschen kommunizieren, und die anderen Brücken werden halt noch gebaut. Also es wird interessant, aber es wird natürlich auch Gewinner geben. Von daher, stay tuned. Es ist aber eine Preisfindungsphase. Das bedeutet, in der Preisfindungsphase geht es schnell hoch, und da geht es aber auch, wenn die Preisfindungsphase vorbei ist, schnell wieder runter. Und da sollte man dann auf der Hut sein, sein Geld auch mal mitzunehmen. Denkt immer an 2017, wer da dann gesagt hat, oh, ich halte doch noch, wurde 2018 bitter enttäuscht. Ich glaube zwar nicht an so einen Megadump, aber Korrekturen und Abstrafungen für Projekte, die nicht leisten, definitiv. Hashtag EOS oder so, ne? Hashtag EOS oder so, ja, genau. Genau. VeChain wird immer wieder gefragt, habe ich jetzt wirklich schon genug meine Meinung auch zu abgegeben. Ich weiß, es sind viele Fans da draußen, die auf VeChain hoffen und setzen. Tolles Marketing, tolle Versprechungen vom Produkt selbst. Ich persönlich glaube nicht, dass die Supply Chain-Lösung auf dieser Welt, und das ist ein wichtiges Thema, dass die auf VeChain stattfinden. Von daher ist es dann für mich schon wieder ein bisschen schwieriger bei einer langfristigen Prognose.